Guten Morgen. Ich habe keinen. Guten Morgen, Jana Peters. Geht's um Marek? Dr. Henze? Warum vermuten Sie das? Deine Frau hat vorhin angerufen. Er ist gestern Nacht nicht nach Hause gekommen und sie hat sich Sorgen gemacht. Ist was passiert? Wann haben Sie Dr. Henze das letzte Mal gesehen? Er ist um ungefähr 5:30 mit dem Taxi weg, seinen Wagen von der Werkstatt abholen. Dann wollte er noch joggen gehen, wie immer. Hatte Dr. Henze Probleme mit Kunden oder mit der Konkurrenz? Den anderen Praxen hier in der Ecke läuft es gut. Die Kunden mögen ihn. Aber neulich gab es ziemlich Stress. Worüber? Das weiß ich nicht, die Tür war zu. Aber als Tondorf, ein Stammkunde, ging, hat der Dr. Henze gedroht, er würde ihn fertig machen. Da, das ist ja beim Praxisjubiläum vor ein paar Jahren. Und wer ist das? Das ist Hajo, der Bruder von Dr. Henze. Frau Peters, Dr. Henze ist gar nicht zur Werkstatt gefahren. Das haben wir bereits erfragt. Er hat die Schusswunde von seinem Bruder Hajo versorgt, oder? Und Sie haben assistiert, wie immer. Niemand wirft Ihnen das vor. Sie wollten Ihrem Chef einen Gefallen tun. Hajo hatte eine Kugel im Bein. Die hat der Chef rausgeholt. Ich habe ihm geholfen. Und dann? Und dann bin ich gegangen. Der Chef hat gesagt, ich soll mit niemandem darüber reden, er regelt das schon. Sie haben doch sicher nochmal nachgefragt. Ja, ich war neugierig, wie es Hajo geht. Aber der Chef hat nichts rausgelassen. Kann ich jetzt gehen?